Den Gips zu behalten war eine gute Idee. Immer auf alles vorbereitet sein, ne, Teenie? Ja, ich weiß, du möchtest schlafen, aber ich spreche dich immer mit wieder an. Mit dem Gips im Abdruck bin ich auf der richtigen Spur. Ich habe den Schlüsselabdruck in der Seife mit trockenem Gips gefüllt. Ja, dann befeuchte ihn mal. Ohne den Gips anzufeuchten, kannst du keinen Abdruck machen. Lass ein bisschen Wasser drauf spritzen. Aber nasser Gips allein macht noch keinen Abdruck. Ja. Ich benutze den Trockner, um die Sache zu beschleunigen. Zufällig. Steht hier alles, was man braucht. Naja, es hat eine Zeit gedauert, aber dafür habe ich jetzt auch einen völlig unecht aussehenden Gipsschlüssel fabriziert. Viel zu zerbrechlich, um ihn in einem Schloss umzudrehen. Ich muss ihn gegen den echten austauschen. Das Problem ist, er sieht nach Gips aus und nicht nach Metall. Aber andererseits hat diese Gipsstatue in Syrien ja auch nicht wie Stein ausgesehen, bis ich sie ein wenig künstlerisch nachbearbeitet habe. Vielleicht könnte man den Schlüssel ähnlich verschönern. Ja, zum Beispiel mit dem Farbeimer draußen bei dem Typen. Das Problem ist, solange er da draußen steht, werden wir wohl kaum an seinen Eimer kommen. Er geht wieder raus. Hast du deinen Schlüssel zurück? Ohne dürfen wir nicht rausgehen. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Das wäre wahrscheinlich eine dumme Idee, den... Wir sehen uns später noch. Schlüssel zu zeigen. Au revoir, Monsieur. 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 Darf ich mal das Telefon benutzen? Bedienen Sie sich. Ich bin hier angestellt, um diese Tür... Das ist ein neues Pokémon. Das Telefon kann auf sich selbst aufpassen. Ach, kann es das? Hallo, Nico? George, was hast du herausgefunden? Noch nichts. Nichts? Stimmt etwas nicht? Nein. George, warum rufst du mich dann an? Oh, kein bestimmter Grund. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Ach ja? Dann hör mal gut zu, wie meine Stimme dir sagt, stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Oh. Muss ich erst den Eimer, um zu sehen, dass... Eisenschutzfarbe. Interessant. Hey, Monsieur! Finger weg von meinem Farbeimer! Okay. Das will ich aber auch gemeint haben. Einfach an... Ja, rumfummeln, bla bla. Ist es jetzt getriggert? Oder muss ich erst mit dem Schlüssel am Farbeimer rumhantieren wollen? Hallo, Nico. Ich bin es. Was brauchst du denn? Ein paar Ideen. Du bist doch der Mann vor Ort, George. Ich kann dich nicht immer am Händchen führen. Au revoir. Ach komm! Warum sagst du nicht einfach? Wir müssen mal eben... Okay, Schlüssel. Muss ich es jetzt so triggern? Hey, Monsieur! Ja, Farbeimer. Okay. Das will ich bla bla. Rumfummeln. Ist es jetzt getriggert? Collard? Hallo Nico, ich bin es. Hallo George, was gibt es? Ich bin bei der Ausgrabung, aber die lassen mich nicht rein. Mist, wir müssen wissen, was es da drin gibt. Keine Bange, ich habe einen Plan. Ich brauche aber deine Hilfe dafür. Okay, was soll ich tun? Ich möchte, dass du jemanden eine Weile ans Telefon fesselst. Wen? Einen Anstreicher. Ich muss mal an seinen Eimer ran. Oh. Fesselspieler! Okay. Bleib dran, ich hole ihn. So, jetzt wurde es getriggert. Hey, da ist jemand, der mit dir sprechen will. Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Da ist ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Eine Frau dran. Klang ziemlich heiß. Was für eine Frau? Das muss ein Irrtum sein, Monsieur. Sie fragte nach dem Bild von einem Mann mit den Nikotinfingern, dem der Arsch halb aus der Hose hängt. Ah, klingt eindeutig nach mir. Treten Sie zurück. Kann doch ja. Die Lady nicht auf Ihr Bild von einem Mann warten lassen. Bild von einem Mann. Aber sicher. Während der dann zum Telefon schlendert,
Bedienen wir uns mal an seinem Farbeimerchen. Monsieur, was für eine merkwürdige Frau. Sie machte mich völlig an und dann plötzlich nichts als wüste Beschimpfungen. Klich? Oui, Beschimpfungen. Naja, ich habe dann noch eine Zigarette zu beenden. Und Monsieur, wenn sie nochmal anruft, ich bin beschäftigt. Ja, hat wohl gerade ihre Tage bekommen, Sunli im Gespräch. Dann wären Frauen immer so zickig, ne, Tini? Wieso frage ich dich eigentlich das? Dann müssen wir jetzt nur noch den Schlüssel austauschen. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ich muss nochmal. Ich müsste nochmal auf die Toilette. Was, schon wieder? Ich habe da ein medizinisches Problem. Wie detailliert soll ich es denn noch erläutern? Sehr detailliert. Ist gut, hier haben Sie den Schlüssel. Bis hin zu den schmutzigsten Details. Jetzt habe ich den nachgemachten Schlüssel gegen den Schlüssel zur Ausgrabung ausgetauscht. Das Ding sieht echt aus, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Es fühlt sich falsch an. Du fühlst dich falsch an. Toilette kann man highlighten? Bei so einem komfortablen Waschraum wie diesem wünschte ich mich sehnlichst auf die schönen Toiletten in Syrien zurück. Da wird ziemlich gute Ordnung gehalten. Zumindest bevor ich wie ein Vandale dort gehaust habe. Naja, ist ja alles für einen guten Zweck. Ja, du hast ja nur die Kette zum Betätigen der Toilettenspülung abgerissen, wodurch... Naja, das Geschäft jetzt für immer in der Toilette bleiben muss. Der Flur steht voller alter Teekisten, Kartons und so weiter. Alle leer und uninteressant. Untersuch mal. Der Flur führt zu einer alten Abstellkammer, die ihre Tür verloren hat. Da ist nichts Interessantes drin. Geralt hat bestimmt die Tür geklaut. Weil sie mit Gold verziert war. Warum auch immer man eine Tür zu einer Abstellkammer mit Gold verzieren sollte. Ein Thermostat ist über dem Radiator angeflanscht. Der Radiator pumpt Hitze in den Raum, weil das Thermostat ganz bis zum Anschlag aufgedreht ist. Kein Wunder, dass es hier drin warm ist, obwohl durch die offene Tür die kühle Herbstluft hereinzieht. Ja, stell mir das mal aus. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich erreichen könnte, indem ich daran drehe. Weniger denken, mehr tun. Wir können ihm ja wohl kaum den Schlüssel so wiedergeben, ne? Hallo, ich sag mir nicht, ich muss das erst triggern, dass er dir das nicht... ich muss erstmal danach fragen. Aber heiß haben sie es hier drin. Ich muss die Türe immer offen halten, damit die Arbeiter rein können. Warum also nicht? Ich habe die Heizung hochgedreht. Sie könnten sich warm anziehen. Wenn's kalt wird, habe ich ja meine Handschuhe dabei. Aber warum, wenn's sowieso warm ist? Ja, erstmal alles triggern. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Schrecklich, wenn man das Spiel schon kennt und weiß, welche Verläufe man ziehen muss. Und dann das Triggern vergisst, ne, Tini? Warum hätten die das nicht vorher in Betracht ziehen können? Nein, man muss erst triggern. Ich drehe die Heizung ab und warte. Na, frierst du schon? Wie erhofft, zieht sich die Wache die Handschuhe an. Zieht er nach diesen Handschuhen aus, die Ärzte mal haben? Beziehungsweise Zahnärzte. Das will jemand heimlich Zahnarzt. So, und jetzt da... Handschuhe trägt, wird er wohl kaum die Echtheit des Schlüssels fühlen können. Des falschen Schlüssels, ne, Tini? Des Gipsschlüssels. Der aussieht wie der echte Schlüssel. Hallo, ich bin's wieder. Aber sich nicht so anfühlt. Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur.
So, den Schlüssel haben wir schon mal. Wir sehen uns später den noch. Den echten. Au revoir, Monsieur. Jetzt müssen wir nur noch Le Wachtypi hier loswerden. Ich kann jetzt Nicole wieder helfen. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Habe ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Warum denn nicht? Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du ihn rufen ab und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Ja, wenn George jetzt Garrett wäre, hätte er ihn einfach... Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Von hinten niederknüppeln können. Als er zum Telefon gegangen ist. Dann in der Abstellkammer verstecken können. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Nein, eine Frau. Ach, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst doch den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha, du elefantöser Dumbatz. Mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Boah. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Na, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der Dritte ist George, der jetzt mit dem Schlüssel ungehindert in die Ausgrabungsstätte eindringen kann. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Nichts! Keine Idee! Ich bin enttäuscht von dir, George. Sonst noch hier irgendwas? Kein Zweifel. Das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Sonst nichts. Vielleicht den Kelch? Da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Interessant! Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja. Es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Interessant, erst so ein Lichtspielerei-Rätsel und jetzt so ein Spiegelungsspielerei-Rätsel. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Also auf, zurück nach Spanien.
nach Spanien.